Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Tramsim hier auf Steel Game Studio und wir fahren hier weiter in die Station Paulanergasse. Ich muss schon sagen, hier gefällt's mir. Also die Nacht gefällt mir wirklich. Hat schon so seinen Flair. Oh, wir haben schon leicht Verspätung. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Gleich wird die Ampel hoffentlich grün für uns. Und ja, ich bezüglich der Aufnahmen, ich mache meistens quasi eine Aufnahmesession für eine Rundfahrt. Das heißt, also für eine Richtung. Quasi Stefan-Fadinger Platz, Prater ist eine Richtung. Und das ist eine Aufnahmesession. Nur falls ihr euch wundert, wenn ich mal in die Kommentare schreibe, ja, in der nächsten Aufnahmesession werde ich das berücksichtigen oder so. Weil wenn man jeden Tag ein Video bringt, ist das auf diese Weise so Aufnahmen auf einmal aufzunehmen viel einfacher. So. Das Zeichen heißt so viel wie Warnung. Weil hier ein Fußgängerübergang ist. Obwohl die rot haben. Aber das wird sehr oft missachtet von den Leuten. Also jetzt in der Realität hier. Oh, wir haben grün. Perfekt. Ah, der Karlsplatz ist schön beleuchtet. Ja, und hier vorne Karlsplatz. Habe ich dann U2. Probleme. 4A. Den Haltepunkt zu finden, weil ich glaube, es ist nicht der. Es ist nur irgendwie mit der Schiene einer. Aber ich glaube auch nicht, dass es der da vorne ist. Ich probiere einfach den mal da vorne. Ja, schaut mir doch nach Haltepunkt aus. Ja, das ist der Haltepunkt. Ach so. Okay, das erklärt halt vieles. Ah, ich habe wieder vergessen zu blinken. Aber hier kann ich jetzt blinken. Ich weiß nicht, geht es euch auch so, dass ihr vergesst zum Blinken? Also, in der Realität beim Autofahren blinke ich immer. Aber in Spielen vergesse ich das einfach. Aber wahrscheinlich, weil man da nicht so einen Automatismus hat. Für uns da gesonnen ist.
Was ich heute zufällig in einer Doku gesehen habe, ist bei der Oper. Da ist bei Veranstaltungen immer eine Ärztin im Dienst. Das heißt, falls irgendwas passiert, die haben da immer eine Ärztin. Was ich irgendwie interessant finde. Jetzt haben wir Rot. So. Na, hoffen wir, dass sie bald umstellt, weil wir haben schon wieder eine Minute Verspätung. Hui. Dann geht's los. Oh, da stehen Personen auf den Gleisen. Burgring. Umsteigen zu 57A. Na? Ich ditch die jetzt, weil die nicht weggeht. Diese KI-Fehler. Also wir haben jetzt Menschenschubsen gespielt. Ja, was soll man denn machen? Sehr schön, da kommt ja gleich die nächste Station. Wenn man auch weiß, wann die nächste Station kommt, dann kann man echt besser abbremsen. Also es wird immer besser. Und dass die Leute in Wien so langsam ein- und aussteigen, das ist normal. Weil viele Leute auch gemeint hatten im Discord, ja, die Leute steigen zu langsam ein. Aber das ist gang und gäbe. Man muss uns ja nicht hetzen. Haltepunkt, Haltepunkt, Haltepunkt und hier. Ah, der war nicht so gut. Straßenbahn füllt sich langsam und wieder Gegenverkehr. Oh. Parlament. Umsteigen zu 2 in Richtung Dornbach. Ich weiß nicht, die Parlamentsstation vergesse ich immer, weil die so kurz hintereinander ist, wo ich mir denke, ja, die Strecke könnte es auch gehen, aber ich komme ja auch eigentlich vom Land, also bin ich andere Strecken, die man zu Fuß gehen muss, gewohnt. Na.
Na, und es wird gleich... Nein, das könnte für links sein. Ah, ist für uns. Ich bilde mir ein, normalerweise ist da auch noch ein Pfeilchen dabei, das mitleuchtet. Aber... irgendwie... bei uns nicht. Falls jemand weiß, ob da ein Pfeilchen mitleuchten sollte, gebt mir Bescheid. Dann werde ich das als Bug reporten. Ich bilde mir nämlich einen schon, aber es kann sein, dass ich mich irre. Oh. Wir haben grün. Sehr schön. Dann geht's weiter. Wir haben noch immer grün. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37. 38. 40. Haben hier quasi eine 41, grüne Welle. 42. 43. 44. 1A. Oh. Habe ich zu stark abgebremst. Wie sich die Kamera zwischendurch zurück und wieder vor geändert hat, das war auch sehr komisch. So. Übrigens, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach in die Kommentare. Ich bin da sehr offen. Und ich versuche das auch immer zu verbessern. So. Oh, und grün ist sie geworden. Sehr schön. Ist der Haltepunkt. Wenn wir dann alle Tageszeiten einmal durch haben, will ich auch einmal die so abseits der Strecken fahren. Da muss ich halt schauen, dass ich mich vorher erkundige, was offizielle Strecken sind, weil ich glaube, man kann auch außerhalb der, also aus der Welt rausfahren. Das wollen wir ja natürlich nicht. Grün für uns. Aber so über eine Wendeschleife, dann müsste ich nur noch wissen, wie man quasi das dann an Ibis einstellt. Eine Kurzführung. Aber ich glaube, das muss man dann manuell machen. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. So. Blinken wir mal. Weil von da könnte ja Verkehr kommen. Ah, oder auch nicht. Egal. Damit es die Fußgänger zumindest wissen. Ah, da vorne ist der Haltepunkt. Sehr schön. Das andere Ufer ist auch nett beleuchtet. Und wir sind wieder halbwegs in der Zeit. Das gefällt mir. Und weiter geht's. Vorne geht noch eine Person rüber. Salztorbrücke. Umsteigen zu
2A. Flughafenbus. Es gibt ja ganz Mutige, die so... Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Die wirklich kurz... So, wenn die Straßenbahn schon nah ist, noch schnell rüberrennen. Aber, ja. Na, ich warte da lieber. Weil wenn mich die Straßenbahn anfährt, dann hab ich Arbeit und der Straßenbahnfahrer. Und weil ich eher ein fauler Mensch bin, was sowas angeht, lasse ich's lieber. Also, was lernen wir draus? Nicht vor die Straßenbahn laufen. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. Die Person war jetzt schon im Wahnsinn. Da habe ich... dürfte in die Seite der Straßenbahn reingerannt sein. Aber... ja. Da waren wir jetzt ein bisschen schnell. Aber hier wollen noch echt viele Leute rein. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Mit M kann man umstellen, aber ich glaube, das habe ich schon gezeigt. Oh, alle Leute sind mal drinnen. Und das halbwegs rechtzeitig. Aber wir müssen trotzdem warten. So, dann... geht es gleich weiter und... oh, falsche Taste. Los geht's. Das war noch grün. Sehr schön. Langsam zum Haltepunkt und stehen bleiben. Oh. Die Urania. Ist schon sehr schön beleuchtet. Unsere Steel Game Studio Straßenbahn. Ja, das gefällt mir alles. Gefällt mir. Eine Minute noch übrig. Dann kann es weitergehen. Mit dem Vorsprung fahren wir aber jetzt. So lange wollen wir auch nicht stehen bleiben. Aber hiermit neigt sich auch wieder eine Folge ihrem Ende zu. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit euch Wien per Nacht zu besuchen. Oh.
Und wieder falsch gedrückt. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Ich bin auch offen für Kritik. Gerne einen Kommentar lassen. Und Kommentar da lassen, nicht Kommentar lassen. Egal. Bis dahin. Ciao.